Hier ist Francis Herdes. In der Nacht zum 3. Januar gehen wir in die 10. Rauhnacht. Visionen. Was ist deine Vision für das jetzt vor dir liegende Jahr? Was ist deine Vision für dein Leben? Was ist deine größere Aufgabe, das, was du erschaffen möchtest in diesem Leben, wo du anderen einen Wert gibst, wo du anderen hilfst, dass es ihnen besser geht, wo du die Welt ein Stückchen besser machst. Ich selbst habe seit vielen Jahren die Vision, dass ich mehr als 27.000 Menschen helfe, körperlich zu entspannen, zu reinigen, in ihrer vollen Energie zu sein, stressige Gedanken und Emotionen loszulassen und ihr Erfülltsein von innen heraus zu spüren. Ein Teil dieser Vision habe ich in den letzten 14 Jahren schon verwirklicht mit meinen zwei Büchern Duftende Reflexzonen und Duftende Emotionen und mit der Arbeit, die ich mit den ätherischen Ölen mache, denn wir haben einen hervorragenden Zugang zu unseren Visionen, zum lebhaften Visualisieren. Und du weißt ja von den vorigen Rauhnächte-Videos, das, was wir uns lebhaft vorstellen, das wird dann auch zu unserer Wirklichkeit. So wie die Spitzensportler den Wettkampf, das Turnier schon vorher hunderte Male in ihrer Vorstellungskraft durchgehen und visualisieren, wie sie gewinnen, visualisieren, wie sie das Turnier meistern, so kann unser Gehirn nicht unterscheiden, wenn wir etwas lebhaft visualisieren. Und mit lebhaft meine ich, du stellst dir das vor deinem inneren Auge vor, wie wenn du es gerade erleben würdest. Also das Ziel, was du vor Augen hast, starte mit dem Ende, begin with the end in mind, wie die Amerikaner sagen. Du stellst dir vor, wie du das Ziel schon erreicht hast. Also, was ist deine Vision für dieses Jahr? Was ist deine größere Vision für dein Leben? Der größere Grund, warum ich mache, was ich mache, ist, weil ich viele von den Farmen schon besucht habe, wo die ätherischen Öle angebaut und destilliert werden. Und jede dieser Farmen ist ein Stück Paradies auf Erden. Du kannst alles anfassen und dich zu den Pflanzen hinsetzen, dich mit ihnen verbinden und du spürst so richtig die volle Kraft der Natur. Nichts ist vergiftet, nichts ist verändert vom natürlichen Zustand. Und wenn ich nur 2 Stunden auf der Farm sitze, ich nehme mir meistens vor, viele Videos zu machen, und dann fährt mich die Farm so richtig runter, Mutter Natur übernimmt, und ich fühle mich nach nur 2 Stunden, wo ich auf den Farmen bin, einfach im Schatten unterm Baum sitze, fühle ich mich wie nach 2 Wochen Urlaub, wie hier am Atlantik. Das sind jetzt auch genau 2 Wochen, und die volle Entspannung, der volle Reset für Körper, Geist und Seele. In dem Moment, wo du an so einem schönen Ort bist, an so einem paradiesischen Ort, da kannst du so richtig deine ganzen Energiereserven aufladen. Du spürst so richtig die volle Energie in deinen Zellen und du kommst auch auf neue Ideen und kommst mal raus aus dem täglichen Rhythmus. Was hat eigentlich Duft mit Visualisieren zu tun? Was hat Duft mit Gedanken, mit Gefühlen zu tun? Ganz einfach. Am Donnerstag gebe ich dazu wieder das spezielle Webinar zu den duftenden Emotionen. Da bist du herzlich eingeladen. Findest den Link wie immer hier unter dem Video. Duft und Emotionen hat eine direkte Verbindung. Duft und Erinnerung hat eine direkte Verbindung. Denn das, was wir riechen, das geht durch die Nase hier hoch zum Riechkolben. Und das hat einen direkten Zugang zum limbischen System. Also die Geruchsmoleküle, jedes Geruchsmolekül hat hier oben, fast dort, wo wir uns einen Vogel zeigen, aber ein bisschen tiefer, das hat hier oben im Riechkolben, hat das einen speziellen Rezeptor, jedes Geruchsmolekül, und bindet daran. Und dann wird das Ganze umgewandelt in Nervenimpulse und wandert zur Mitte des Gehirns, zum limbischen System, speziell der Amygdala. Und die Amygdala ist der Teil vom Gehirn, wo unsere Emotionen, Gefühle, Glaubenssätze, Erinnerungen gespeichert sind. Und die Amygdala ist auch der Teil vom Gehirn, der überaktiv ist, wenn wir so richtig emotional reagieren. Wenn uns etwas triggert, wenn uns etwas so richtig auf die Nerven geht
oder auch etwas traurig macht oder glücklich, dann ist die Amygdala gerade überaktiv und sie übernimmt in dem Moment, wo du so richtig emotional reagierst, übernimmt sie das volle Gehirn, da findet die volle Geiselnahme im Gehirn statt und du kannst in dem Moment überhaupt nicht nachdenken. Das rationale Denken ist ausgeschaltet und das ist auch, warum wir manchmal blind emotional reagieren, warum wir manchmal handeln oder nicht handeln oder etwas sagen oder nicht sagen, was uns dann später leid tut und zwar einige Sekunden später meistens, denn in dem Moment, wo die Amygdala in dieser blinden emotionalen Reaktion ist, in dem Moment können wir nicht nachdenken. Und wenn sie sich mal ein bisschen abreagiert hat, dann kann das rationale Denken wieder mit reinkommen und wir wundern uns, wie konnte ich nur so reagieren? Oh, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Und wie kannst du diese Geiselnahme im Gehirn, wie kannst du sie durchbrechen? Wie kannst du die Amygdala beruhigen, dass sie nicht einfach den Rest deines Gehirns als Geisel nimmt? Ganz einfach, mit deiner bewussten Intention kannst du vorausschauen, kannst du deine Vision manifestieren. Es geht ja in der 10. Rauhnacht um Visionen, deshalb erzähle ich dir diesen wichtigen Zusammenhang. Und mit deiner Intention, also mit deiner bewussten Absicht, wie möchte ich mich fühlen, wenn du das zum Beginn deines Tages schon durchgehst, dann setzt du den Rahmen um den Tag. Dann lässt du dich nicht wie so ein ruderloses Segelboot einfach hin und her treiben, auch mal gucken, was der Tag so bringt, sagen gerade viele spirituelle Menschen, mal gucken, was das Leben so bringt. Aber du kannst kraftvoll manifestieren, kraftvoll das Ganze lenken und leiten mit deiner bewussten Intention. Also zum Beginn des Tages setzt du dir deine bewusste Intention, wie möchte ich mich fühlen, was möchte ich heute erreichen und wie setze ich jetzt den Rahmen um den gesamten Tag. Das ist das Erste, was du machen kannst, direkt am Morgen, direkt zum Aufstehen. Das Zweite, was du machen kannst, um die Amygdala und diese blinde emotionale Reaktion zu beruhigen, ist, wenn du in dem Moment tief durchatmest. Klingt jetzt ganz simpel, tief durchatmen, aber da gibt es tatsächlich Studien dazu. In dem Moment, wo du tief durchatmest, beruhigst du schon die Amygdala und das limbische System. Und das reicht schon aus, dass du in dem Moment wieder dein Köpfchen einschalten kannst und überlegen kannst, hey, Moment mal, welche Reaktion ist hier jetzt am schlausten? Muss ich überhaupt reagieren oder lasse ich das Ganze einfach mal so sein? Denn das Seinlassen ist auch eine große Kunst, die Dinge einfach ihren Lauf nehmen lassen und man muss nicht auf alles einsteigen oder reagieren. Das Zweite, was du machen kannst, um die Amygdala zu beruhigen, ist, dass du das Gefühl, in dem du gerade bist, das, was du gerade in dir spürst, einfach benennst. Ganz simpel, ebenso zum Beispiel einfach innerlich sagen, ja, das macht mich jetzt wütend oder jetzt bin ich traurig. Du kannst es auch mitteilen, aufrichtiges Mitteilen. Ich fühle jetzt, es kommt Wut in mir auf oder ich fühle Traurigkeit, ich fühle mich traurig. Und in dem Moment setzt du schon diese Energie frei, die hinter dem Gefühl ist, diese kraftvolle Energie, die da ansonsten im Untergrund wirkt. Und auch dazu gibt es Studien, einfach das Gefühl benennen, ehrliches Mitteilen, was sich in unserer Zeit auch sehr schön entwickelt, entweder dir selbst mitteilen oder auch anderen mitteilen, nämlich auf friedvolle Art und Weise, anstatt irgendwas kaputt zu machen oder oh, ich bin jetzt stinkwütend und dann voll da reinzugehen in die Reaktion. So kannst du die Energie auf heilsame Weise fließen lassen. Und das Dritte, was du machen kannst, oder besser gesagt das Vierte, neben deiner Intention und tief durchatmen und das Gefühl benennen, ist, wenn du ätherische Öle verwendest, zum Beispiel am besten, um Zorn und Frustration loszulassen, das Grapefruitöl oder die Ölmischung Release zum Loslassen auf der Leber auftragen, da wo dir die Laus mal über die Leber laufen kann oder ja, unterhalb der rechten Brust. Und dann atmest du tief durch, benennst das Gefühl und hast aromatisch als Drittes die Beruhigung des limbischen Systems.
Diese und weitere Geheimnisse und wissenschaftliche Zusammenhänge gehen wir im Webinar Duftende Emotionen durch. Du findest den Link unter diesem Video. Das sind spannende Zusammenhänge und ich zeige dir auch, welcher Gefühlstyp bist du, kannst du herausfinden in diesem Webinar und auch, was ist überhaupt das limbische System, was macht das noch und wie kannst du den Tag mit deiner bewussten Intention starten, dass du dich nicht so treiben lässt, sondern bewusst mitentscheidest und manifestierst, wie möchte ich mich eigentlich fühlen, wie möchte ich den Rahmen um meinen Tag setzen. Ganz, ganz wichtig, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst, dass du dein Fühlen selbst in die Hand nimmst, statt dich machtlos zu fühlen oder in so Glaubenssätzen festzuhängen, auch so bin ich halt oder die Gefühle, die überrumpeln mich halt, da kann ich nichts machen. Nimm diese Kraft zurück, lerne diese Energie zu lenken, zu leiten, zu beobachten und für dich zu nutzen. Und genau das zeige ich dir im Webinar Duftende Emotionen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute 10. Rauhnacht ab dem 3. Januar. Stärke deine Visionen, finde deine Visionen und leite und lenke dein Schicksal durch die Kraft deiner Gedanken, durch die Kraft deiner Gefühle und die Kraft deiner Intention. Wir sehen uns, wir hören uns und ich freue mich, dich im Webinar begrüßen zu dürfen. Enjoy! Genieß den Tag!